Hallöle, grüezi miteinander und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Galaxy Fan mit und von eurem Simon. Ja, wir sind wieder mal bei Star Trek Online, um uns, also beziehungsweise um euch mal das neue Event, beziehungsweise das neue Ereignis zu zeigen, Special Event Reflections of Empire, beziehungsweise ins Deutsche übersetzt Spiegelungen des Imperiums oder eines Imperiums. Eigentlich Spiegelungen des Imperiums, eigentlich, wegen of. Naja, da fehlt eigentlich auch ein The. Also, beziehungsweise ein The. Wie es der Otto Walkes so schön mal ausgedrückt hat, aber ist ja egal. Es soll uns ja nicht weiter stören. Und störend finde ich es leider noch, dass der Text hier, hoppala, ich will das Fenster nicht verschieben, dass der Text hier leider noch im Englischen ist, aber naja. Das können wir uns eigentlich selber zusammenreimen, was wir hier machen müssen. Also. Ja, das Event Spiegelungen eines Imperiums hat uns mal wieder erreicht. Seit letztem Donnerstag, dem 17.03. Ja, und wir müssen das Imperium zurückdrängen, indem wir drei Optionen haben. Entweder machen wir Operation Wolf, wo wir eine Holodeck-Simulation absolvieren müssen, wo wir das Spiegel-ESD bzw. ERD im Deutschen infiltrieren müssen. Kontrapunkt müssen wir bei DS9 die terranische Station Terognor zurückdrängen, beziehungsweise die terranischen Truppen, die im Übrigen überarbeitet wurde. Ich habe mal einen Blick reingeworfen. Die haben es echt super gefixt. Also wirklich. Wir werden im Übrigen hier bei allen drei nochmal reingucken. Und natürlich Jupiter Eratus müssen wir die Terraner von abhalten, Daten von der Jupiter-Station zu sammeln. Naja, obwohl wir eigentlich alle drei kennen, werde ich trotzdem mal einen kleinen Blick reinwerfen, um euch einfach mal einen Geschmack reinzugeben. Wie ihr seht, habe ich das Ganze schon mal sechsmal gemacht. Und ja, ich habe zwar jetzt noch einen Cooldown von etwa 18 Stunden, aber das soll uns ja nicht davon abhalten, dass ich euch das zeige. Und als Belohnung bekommen wir, haltet euch fest, ein Special Requisition Pack Marshall Catherine Janeway Hologram Science Officer Candidate. Wow, wir bekommen endlich mal wieder einen neuen Spiegel-BO. Also, das ist ja echt mal der Hammer. Also, habe ich sie hier? Habe ich sie gerade hier? Nee, hier gerade nicht. Aber ich habe sie hier auf jeden Fall unter Promotion. Hier habe ich Worf. Ja, das ist im Übrigen auch wieder ein toller Bug. Das Fenster wird nicht aktualisiert, weil man einfach nur hier drauf drückt, sondern da muss man erst mit der Maus auf das Bild gehen, damit das aktualisiert wird. Finde ich ein bisschen blöde, aber naja. Naja, im Übrigen Cryptic, wenn ihr das seht. Fix das bitte. So, da haben wir das MHN und hier haben wir sie. Star Trek Convention BO Hololita. Da haben wir die Spiegelversion. Noch die alte Version. Mittlerweile wurde sie auf den neuesten Standard gefixt. Aber trotzdem bekommen wir mal wieder, hoppala, mal wieder einen neuen Spiegel BO. Also ich habe so lange darauf gewartet. Und vor allem, dass der so zu erfarmen ist, das ist der Hammer. Also, geil! Und vor allem, weil Marshall Janeway ja zu uns übergelaufen ist in der letzten Mission. Ja, Spoiler. Wenn ihr die letzte Mission nicht kennt, guckt einfach mein letztes Video, mein letztes Let's Show an. Da seht ihr alles. Beziehungsweise mein vorletztes. Mein letztes war, glaube ich, die TFO. Ja, aber wir wollen uns jetzt nicht lange mehr aufhalten lassen. Wir gucken jetzt einfach mal in Operation Wolf rein. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Beziehungsweise, nein, ich überspringe das. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Es ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Everyone's here? Ja. Good. Let's get started. Gerne. In this simulation, you'll be infiltrating the Terran Space Defense Fortress. Your objective? Acquire critical intel from the database in operations. Okay, weiter. A team of exocomps will perform the security breaches and data acquisition. Protect them.
Otherwise, your progress may be slowed or halted altogether. Okay, Exocoms beschützen, alles klar. Once you have the data, you will need to find a method of escape. Transporters won't be an option once their shields go up. Logisch. My suggestion? Steal a shuttle and leave the place in style. Okay, also überwinden Sie die Ops-Sicherheitsmaßnahmen, dann müssen wir die Daten herunterladen und anschließend müssen wir per Shuttle flüchten. Okay, verstanden, ich bin bereit, ich bereite mich vor. Operations is locked down. Okay. Use the Exocomps to get the doors open. Okay, da haben wir unseren ersten Auftrag. Hier können wir nicht rein, weil verriegelt. Und jetzt müssen wir erst einmal die terranischen Truppen hier. Ja, alles klar. Da haben wir auch schon eine Konsole, die wir machen müssen. Ich gehe normalerweise immer hier hin. So, und weil ich das natürlich nicht alleine schaffen kann, hole ich mir erstmal das Sicherheitsteam dazu. Alter, jetzt werde ich aus von der Flanke angegriffen. Na super, okay. Ja gut, ja, so viel dazu. Okay, ja. Das sieht normal, ich bin nicht komplett so ausgestattet, wie man es normalerweise erwartet. Wie auch immer. Naja, gut. Erst einmal Hypos und, ja, ich weiß, mit einem Kampf macht man das eigentlich nicht. Schlechtes Beispiel. Aber, ja, ihr seht das gerade nicht. Das, machen wir alles natürlich nicht. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es? Hä? Hab ich das? Moment mal. Okay, ich bin gerade leicht verwirrt. Nee, ich hab's nicht eben. Ach, aus der neuen Mission. Okay. Dann kann ich es ja gar nicht, glaube ich, ausgerüstet haben. Okay, na gut. Das macht nichts, denn wir haben andere Fähigkeiten, beziehungsweise ich habe andere Fähigkeiten. Ich hole jetzt zum Beispiel einen Dot-23er, der mir hilft. So. Und jetzt werde ich erst einmal ein Solarportal öffnen. So. Der Photongranate weiche ich elegant aus, wie immer. So, und... Jo, natürlich. Jetzt erst, oder was? Oh Mann, ey, wir hatten da vorne gepennt. Okay, da kämpft schon Shuttle mit. Meins ist es nicht. Ich denke schon, dass es einen kommen gibt, Spiegel Quinn. Ach was, das hätte ich jetzt nicht gedacht, Lita. Aber danke für den Hinweis. Ja. Okay, ich habe noch einen Dot-23er, deshalb gibt es jetzt erstmal keinen Grund. Danke, Lita, für den Hinweis. Ja. Wow, was war das denn gerade? Okay. Na gut. Da ist der nächste hin. So, wir kämpfen. So, ich hole mir einen neuen Dot-23. Und außerdem hole ich mir mal durch den Splitter der Möglichkeiten ein bisschen Verstärkung von mir selbst. Ja, das ist richtig geil. Also, Splitter der Möglichkeiten ist richtig, richtig geil. So, weiter geht's. Zack. So. Alles klar, wir machen weiter. So, dann die nächste aufhalten. So, hier der nächste. Tja, das ist deren Problem. Wir landen zum Glück nicht im Agonisierer. So viel kann ich euch jetzt schon mal sagen. Zack. So. Und durch den Hinterhaltgeschützung bekommen wir sehr gute Unterstützung. Und ich muss jetzt erstmal einen Anschlag von oben machen. Also beziehungsweise den Zompik-Blitz starten. Sehr schön. So. Sehr gut. So. Dann springe ich jetzt mal kurz. Huch, nein, da rein wollte ich jetzt nicht. Huch, huch. Tja. Leider bekommt das niemand. So, da ist die nächste Sanitäterin. Immer erst auf die Sanitäter gehen. Weil sonst kann das hier teilweise ewig dauern. So, und mich jetzt erst einmal heilen ist auch erst einmal wichtig.
Meine Güte. Da geht das Telefon los. Das mach mal aus. Sehr gut. Ja, das Telefon überhören wir mal. So, zack. So, jetzt. So, die Terroristen sind tot. Ach nee, wir sind ja die Terroristen. Oh Mist, jetzt habe ich den. Ups, jetzt habe ich den Paradox-Berichtiger umsonst verwendet. Yikes! Und jetzt hat er 10 Minuten Abklingzeit. Na gut. Naja, das ist zum Glück die einzige Bodenmission, die wir machen müssen. Alles klar. Machen wir Lita und. I don't have time to waste on your lackeys. Face me yourself, coward! Und ich finde es sehr interessant, dass die Synchronsprecher da mal eine andere Rolle übernehmen müssen als. Sehr gerne, Exo kommt Nummer 1. So, da ist der zweite. Ja, das will ich doch hoffen. So. Machen wir. Ey, jetzt. So. Yo. You really must think highly of yourselves, if you thought you had. Ey, aber die Synchronsprecher mussten doch auch Teil Spaß daran gehabt haben, mal nach eine andere Seite zu. Oh, wer kümmert sich da nicht um die Exocoms? All technicians report to Ops. Delete the database before they steal it from us. Tja. Wir haben das von euch übernommen. Och, Quinn. Du Nervensäge. Also, ich finde ihn nicht als eine Nervensäge, aber hier schon. Im Spiegeluniversum ist er schon eine. Also im Übrigen, im Spiegeluniversum sind für mich alle fast Nervensägen. Mit Ausnahme von Spiegel Janeway und Spiegel Tilly. Auch wenn Tilly einen nervenden Charakter hat, so sehen das die meisten jedenfalls. Ich jedenfalls nicht. Ah, Sanitäter. So, Fenrich Technik. Der lebt nicht lange, genauso wie der Sanitäter. So, dann hole ich mal das Sicherheitsteam. So, gelöschte Datei 0, heruntergeladen 7. Sehr schön. Ey, gibt's ja nicht. So. Da hinten, da drüben kümmern sich schon einige. So, da ist Admiral Quinn. Da schießt man. Och man, ey, was ist denn das für eine lahme Tüte? So, Solarportal. Naja. So, da ist ein Techniker. Haha. So. You are swift. So, hier nochmal schön drauf schießen. So, jetzt wollte ich mir nochmal ein Exocom. Beziehungsweise. Ein Dot 23. So, zack. Schön anpinnen. Oh, da ist ein Techniker, den wir umbringen müssen. Ah. Not today, Cretans. So, bei denen ist noch alles fix. Alles klar. Sehr gut. Sehr schön. Alles supi. Alles supi-dupi. So, jetzt nochmal Zompik-Blitz auf euch drauf. So, leider kann ich die nicht assimilieren. Ach, Lieutenant Schröder. Ne. Du bist gerade. Ja, danke Lita für den Status-Update. You won't get rid of me that easy. Doch. das ist leider so. Guck. Tschüss, Vulkanierin. Oh, da ist ein Techniker, den wir aufhalten müssen. Ah, da. Ja. Boah. Vielen Dank, Hinterhaltgeschütztürme, bevor ihr deaktiviert worden seid. Danke, ihr habt eure Arbeit gut gemacht. Zack, zack. Und hier nochmal. So, und der nächste vaporisiert. So, der nächste Techniker. Der will da nicht lang, alles klar. Aber der wird trotzdem getötet. Beziehungsweise vaporisiert. Nein. Oh. Ah, sehr gut. Okay, Quinn an Tigris. Das lässt schon mal verlauten, dass er irgendeine andere Person sein muss oder irgendwas anderes.
Jedenfalls. Nackiste her, du. Hoppala. Okay, das zweite Mal tot. Alles klar. So. Dann wollen wir mal zum Shuttle-Hangar gehen. Und uns eine Fluchtmöglichkeit verschaffen. Nackiste her, du. Naja. So, dann einmal hier hochhüpfen. Finde ich im Übrigen cool gemacht, das Spiegel ESD. Exchange, aber Türen sind leider zu. Können wir leider nicht auf die Spiegeltauschbörse zugreifen. So, der Teamkollege macht das Tor hier auf. Finde ich geil hier, dass man bei dem... Und da sieht man auch tatsächlich Spiegelschiffe, zum Beispiel die Reliant. Okay, die Tigris ist also das Shuttle. Okay, und jetzt... Lauft nicht in den Strahl hier rein, weil sonst bekommt ihr sehr viel Schaden. So. Lauft nicht in die Phaser-Dings rein. So, aber bleibt in der Nähe des Shuttles, damit ihr das abballern könnt. Und achtet darauf, vor allem, wenn es seine Missiles startet, beziehungsweise seine Projektile. So. Genau das habe ich gemeint. Ja, danke, Lita. Wir werden uns bemühen, nicht getötet zu werden. So, Schilde sehen gut aus. Na komm, ich hole jetzt mal mein Shuttle zum Schluss. So, die Raketen nochmal drauf hier. Haha, cool. Ach, Menno! Meine Güte! So. Ach, Menno! Meine Güte! So, und das war's! Und... Tschüss! Alles klar. Jo, das war die Mission. Jetzt können wir einen Shuttle nehmen und bequem rausfliegen. Well done. Not quite to Terran standards, but a fine performance nonetheless. Vielen Dank. I like your odds if you ever have to go up against the real thing. And wouldn't that be interesting? Das wäre wirklich sehr interessant, wenn wir da nochmal eine Chance bekommen würden, in das echte Spiegel ERD reinzukommen. Aber ich nehme die Delta-Marken. Ich bedanke mich. Und ja, das entspricht zwar nicht dem der Chronologie, aber nichtsdestotrotz finde ich es nichtsdestotrotz eine coole TFO, die man auf jeden Fall machen kann. Also sehr, sehr geil gemacht. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten TFO wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ich finde dieses Thumbnail so geil. So. A Terran Empire fleet is attacking the station. We require immediate assistance. Our defenses won't hold for long. Clear these ships as soon as possible. Alles klar, verstanden. Und das war's auch schon. Ja, wir haben Sarah Schmeiner, die uns hier kontaktet. DS9 haben wir hier. Und ja, das ist jetzt eigentlich von der Chronologie her die erste TFO. Und die wurde super geil überarbeitet, wie ich es vorhin schon sagte. Wir haben... Conny da. Eine TMP-Conny haben wir dabei. So, und ich habe Peregrine Angriffsjäger drauf auf meine Galaxy X, auf meine assimilierte. So, und jetzt... Moment mal. So, wir haben auf jeden Fall weitere Spiegelschiffe hier mit im Sortiment. Das gefällt mir. Super. So. Und... Ah, hä? Okay. Ja, gut. Gebiet räumen 1 von 2. Okay, das haben wir gleich erledigt. So, stellt sich eine Frage, wo? Ah, okay. Terrans are creating transdimensional portals at several points around the station. Close any portals that open as soon as possible, or the ships that come through them could overwhelm our defenses. So, schließen Sie die Portale um DS9 herum. Es gibt Bonuspunkte für... Das Schließen von 5 oder mehr Portalen.
Ja, das wurde ebenfalls überarbeitet. Das wurde ebenfalls überarbeitet. Also das ist die erste Kleinigkeit, die hier überarbeitet wurde. Und zwar kann man jetzt die Portale schließen, obwohl man unter Feuer steht. Das war ja vorher nicht. Deshalb fiel es den meisten sehr, sehr schwer, vor allem den normalen Spielern wahrscheinlich, hier da irgendwelche Bonuspunkte zu machen. Deshalb hat man das Ganze hier ein wenig erleichtert, was ich eine super Überarbeitung finde. So, und ich als eigentlich Normalspieler kann hier einfach mal herfliegen. Zwar nicht mit einer Kampftarnvorrichtung, aber trotzdem. Okay, da fliegt schon jemand hin, alles klar. Da braucht man gar nicht hin, weil da kein Spalt ist. So, jetzt können wir aber Tarnvorrichtung anschmeißen, uns hinschleichen sozusagen. So, die Kanone nehme ich mit. So, Portal schließen. So, und jetzt Feuer. Und das ist so geil, dass man hier trotz unter Feuer hier die Portale schließen kann. Also Cryptic, super Arbeit, jetzt schon mal. Aber der beste Knüller kommt ja erst noch. Beziehungsweise die besten Knüller kommen ja noch. So, dann nochmal die vernetzten taktischen Matrizen. So. Plasmaschaden haben wir auch ausgeteilt, 50.000, alles klar, supi, sehr schön. So, dann den Borg-Traktorstrahl. So, assimiliertes Schiff. Tatsächlich, ich habe ein Schiff assimiliert. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber geil, immer her damit. So, zack. Das nächste assimilierte Schiff, yo, wie geil ist das denn? Das funktioniert ja mal richtig. Oh, das waren sie. So, dann hole ich mal neue Paragrines raus. So, die. Und dann die Da Vinci wird jetzt auch. Das ist Kanonenfutter. Zack. So, weg mit dir. So. Ich habe im Übrigen fast das Beste vom Besten. Also. Hier gute Konsolen. Ey, Quatsch. Ja, auch gute Konsolen, aber vor allem sehr gute Waffen. Naja, mit Ausnahme des Torpedos. Aber, naja. Irgendwas ist ja immer. So. Wir haben noch 36 Sekunden. Mindestens fünf Portale müssen wir schließen. Dann mache ich nochmal kurz eine Kehrtwende. Nimm den Gegenstand mit. Okay, der Spalt hat sich geschlossen. Da sind aber noch zwei Spalten, die wir schließen können. So. Und nochmal. Zack. Und Portal schließen. So. Okay, 5 Portale haben wir nicht geschlossen, leider. Wie man hier erkennt beim Optionalen. Aber gut. So, jetzt ziehen sich die Terraner zurück, wie man es kennt. Und ja, wir warten auf die Überraschung. Physischen Schaden im Raum, Boden. Okay. Die terranische Kampfstation. Yes. Look. We don't have the ships we need to stop Terran Norm. Wow. We need to get ground forces on that station. The Terran Empire. Assault teams are standing by. Transport them to the energy station and beam them down. Alles klar, Sarish, das machen wir. So, dann werde ich hier mal einen Stoßtrupp rüber beamen. So. And surrender. Nö. So, Stoßtrupp ist an Bord. Ich finde es schade. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, beziehungsweise gesagt, dass sie Lita generell überarbeitet haben, was ich ein bisschen blöd finde. Also von der Chronologie her würde das auch Sinn machen, wenn sie die Original-Spiegel-Lita, die wir als erstes gesehen haben, die erste Variante hier, so gelassen hätten und dann nur bei den neuen Missionen, beziehungsweise nur als BO, die so geändert worden ist. So. So, da sehen wir jetzt auch schon die neueste, eine Neuerung. Und zwar können wir jetzt Terok nur angreifen, obwohl sie Reparaturen durchführen. Wie geil ist das denn? Da können wir sie trotzdem unter Dauerfeuer halten. Also, das nützt nichts. Wir machen trotzdem genügend Schaden, beziehungsweise das Team macht genügend Schaden, um die S9 unter Dauerfeuer zu halten. Das ist so geil. So, jetzt noch eine Anti-Zeit.
Ding drauf. So, jetzt noch eventuell Antimaterie. Gut, das bringt hier nichts. Naja, man kann es ja trotzdem mal versuchen. So, Terraknor ist außer Gefecht. So, und jetzt konzentrieren wir unser Feuer auf die Schiffe. So, und auf die Heilung. Denkst du, das interessiert uns? Nein, interessiert es uns nicht. Also, die Terraner sind so größenwahnsinnig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das bezweifle ich doch sehr. Spiegellita. Ach was, ich würde gerne Torpedo starten, nur habe ich leider keine in Schussreichweite, beziehungsweise im Schusswinkel. So, neue Peregrines und so, Phaser überladen, jawollo, weg sind sie. Zack. So, hier das Forschungsschiff anvisieren und Feuer. Zack. So. Und hier nochmal Torpedo großflächig und die taktischen Matrizen ausnutzen, jawollo. Sehr geil, die Schiffe sind zerstört. So, das sind neue Schiffe. Dann fliegen wir mal kurz runter, nutzen das Ausweichmanöver. So. Und, jawollo. Jetzt visieren wir die Trailblazer an. Die Spiegel-Trailblazer, jawoll. Das war die Fähigkeit der Bellerophone-Klasse. Von der eigentlichen Bellerophone. So, neue Peregrines raus. Zack. Weg ist es. Zack. So. Also es geht sehr, sehr gut voran, auf jeden Fall. Stoßtruppen wurden in aktuell 9 runtergebeamt. Zeit haben wir noch 3 Minuten. Abgesetzte Stoßtruppen gibt es dafür auch einen Bonus. Je mehr, desto mehr Marken. Ich denke mal schon, dass es so ist. So, jetzt müssen wir aber noch 3 Minuten hier durchhalten. Das macht aber nichts. So. Beamen. Beamen ist abgeschlossen. Aua, das ist die Pylone. Die wollte ich nicht mitnehmen. So. Dann fliegen wir jetzt aber trotzdem mal weiter. Da ist ein Spiegelwächterkreuzer. Den machen wir kaputt. Oder auch nicht. Der fliegt einfach außer Reichweite. Alles klar. Ja, nice. Ja, nice. So, und den Stoßtrupp beamen wir runter. So, und was so schön ist, die ist ein repariert sich nicht mehr. Ey, das... Ah, das ist auch so schön. So schön herrlich bekloppt. Also, geiler geht's nicht. Naja, was ich ein bisschen blöd finde, dass Terraknor nicht mehr anvisierbar ist. Aber naja. Irgendwie muss man ja Spannung und mehr das eigentliche Primärziel hier herhalten, nämlich die Stoßtruppen abzusetzen. So. Dann nochmal ein bisschen heilen. Aua, ich will hier weg. So, den Phaser nochmal überladen. Das war natürlich gewollt. So, zack, nochmal rund um Terraknor rumfliegen. Und hier natürlich alles mitnehmen, was geht. Zack. So. Dann die Fregatte anvisieren und Feuer. Da ist er auch schon weg. Führungsschlachtkreuzer. Machen wir Kleinholz raus. Raus, natürlich. So. Dann nochmal Peregrines raus. So. Sind wir nah genug? Ja, wir sind nah genug, natürlich. So. Dann nochmal Schilde heilen. Und nach Terraknor fliegen und hier natürlich das Ding auch mitnehmen. Das Polaron-Ding. Strahlenbank gewesen ist. Nehmen wir gerne mit. So. Fliegen wir ran. Zack. Und zünden alles, was wir haben. Und das war zu viel. Okay. So. Und jetzt Phaser-Lanze nochmal hoch auf das Forschungsschiff. Na gut. Das wäre beim Führungsschlachtkreuzer eventuell besser gewesen, aber gut. Dann wollen wir nochmal taktische Flotte rausmachen. Dann bekommen wir Unterstützung. Ja,
von einem operativen Sternkreuzer. Ja, ich habe die Fähigkeit von der Titan-Klasse mit drinne, was eine sehr geile Fähigkeit ist, wie ich finde. DS9 kann sich immer noch verteidigen, aber wir können es nicht anvisieren. Ist ja blöd. Okay, noch 7 Sekunden. Dann kommt die letzte große Überraschung, die ich hier gesehen habe. So, zack. So. Ein paar Sekunden können wir noch auf die Truppen schießen, bevor da neue kommen. Und das wird dann auch die letzte Welle sein. So, ich fliege ein bisschen weg. Ich nutze das Ausweichmanöver und fliege ein bisschen außer Reichweite. Damit jetzt Folgendes passiert. So. So, und was sehe ich denn da? Eine ISS Venture sehe ich hier. Hier ist sie nämlich. Und das ist die terranische Kypnos X-Version. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Kypnos-Klasse nur in Galaxy X-Variante. Deswegen nenne ich sie gerne die... Oh, jetzt hat mich die ISS Paradox. Hier ist sie nämlich. Das ist so geil, dass man hier jetzt Flaggschiffe hat, die hier benannt sind. Das ist so der Hammer. So, und die Venture ist Kleinholz. Zack. So, tschüss Venture. So, und das war's auch schon. You haven't seen the last of me. Tschüss. Okay, ja, das war's. Und ich nehme die Spiegel. Terragnor has been sent back to the Mirror Universe. We wouldn't have been able to repel them without your help. Thank you. Join us for a celebration in Quarks. Ja, wir halten Wache, falls sie zurückkommen. Ja, geschlossene Portale 11, okay. Da haben wir doch mehr gemacht, als ich gedacht habe. Erfolgreich abgesetzte Stoßtruppen 23. Durchschnittliche Trefferpunkte von DS9 und Terragnor sieht man leider nicht, aber trotzdem, ja, nice. Terragnor has been sent back to the Mirror Universe. Ja, okay, das war gerade ein bisschen buggy. Okay, ja gut, aber das soll es jetzt mit Kontrapunkt gewesen sein. Und im Übrigen, bevor wir mit der letzten fortfahren, die wir ja im Übrigen auch kennen, ich finde den Ladescreen so geil gemacht, beziehungsweise den neuen Ladebildschirm hier. Während ich hier ein bisschen was ausmiste, rede ich hier mal kurz. Also das Bild haben sie echt super geil gemacht. Also ich feiere das echt so. Das ist echt der Hammer. Ja, und nach diesem kurzen Ausmisten melde ich mich gleich wieder zurück bei Jupiter Iratus. Bis gleich. So, da sind wir. Bei der letzten TFO. The Terrans will be here soon to steal scientific data from Jupiter Station. It's our job to stop them. Engage their ships when you can, especially those that are actively trying to breach the station's computers. Wir werden's versuchen. We've been working on a new photonic defense array, but it isn't up and running yet. Once activated, it will be vulnerable to Terran interference. We can't let them take control of that system. Finally, if they open up any permanent rifts between our two universes, be sure to close them. The last thing we need is a permanent Terran beachhead at the heart of the Federation. Bestätigt, Admiral. Wir bleiben in Bereitschaft und wir haben gleich einen neuen terranischen Dreadnought hier mit im Boot. Einen legendären Dreadnought und hier noch eine Inquiry, tatsächlich dann den neuen Flottenträger der Gerard-Klasse und hier noch eine Gemor. So. Und Angriff auf die Raskava. Nö. Das hätte die echt gerne. Ich stimme dem Commander da voll und eins zu. Ich habe im Übrigen eine Fähigkeit gewechselt. Und zwar habe ich jetzt das Assimilieren durch... da zieht sie sich zurück. Okay. Na, fliegen einfach in den Jupiter hinein. Das finde ich immer wieder geil mit zu beobachten. So, und das ist die Voyager. Als einziges Hero-Schiff, als einziges Heldenschiff noch übrig hier beim Jupiter. So. Ja, Mist, jetzt habe ich meine Strahlenbanküberladung umsonst gezündet. Schade. Na gut. So, ja, machen wir.
Wir sind dabei. Ah, sehr gut. Da kommt die erste Welle schon. So. Und da haben wir eine Spiegel-Andromeda, die wir davon abhalten, die Kontrolle über die Dings zu übernehmen, über die Holo-Station. Hier gleich zwei Spalten hier. Na gut. Dann können wir die taktischen Matrizen und so. Jetzt schließen wir den ersten Spalt. Ja, Commander, wir kümmern uns drum. So, dann einmal die Quantentorpedosalve. Zack. Jawollo. Und da sind auch schon die Spurenduplikate. So. Und die Bedrohung ist neutralisiert. So. Dann mache ich hier den Spalt mal zu. So wie sich das nämlich auch gehört. Okay, das Spiegel-Escort-Schiff kam hier jetzt noch durch. So, das Hackerschiff, das nehmen wir jetzt mal unter Beschuss. Halten es im Borg-Traktorstrahl fest. So. Zack. Jawollo. So macht man die Schiffe elegant und schnell kaputt. So. Ja, machen wir. Okay, die Terraner kontrollieren Beta. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir halten hier durch. Wir halten hier die Stellung. So, dann schließen wir jetzt erst einmal den Spalt. Da ist der wissenschaftliche Sternkreuzer. Die wissen die Yorktown. Die wissenschaftliche Variante. So, der Allianzträger ist bei mir und hilft. Gut, das bräuchte er aber. Das bräuchte er theoretisch nicht, weil ich komme hier ganz gut alleine klar. Ja, zieht er hier seine Kreise? Okay, er fliegt weg. Sehr gut. Also, jetzt nicht, dass ich hier gegen jemanden habe, der hier bleibt, aber theoretisch ist es so, naja, ich habe es ja eigentlich schon immer wieder mal angedeutet, während ich die TFU hier gemacht habe. Einer hier und einer hier, der Rest, also die restlichen zwei kümmern sich um die Jupiter-Station, beziehungsweise helfen hier mal bei den Spalten aus, sollten hier die Spieler Probleme haben. Was hier momentan nicht der Fall ist. Und die Yorktown fliegt einfach mal zur Jupiter-Station, was ich gut finde. So, und die Peregrines, die bleiben schön brav bei mir. So, da ist ein Datendieb. So, kümmert sich die Voyager nicht darum? Okay, da ist noch so ein Datendieb. Okay, dann fliege ich jetzt mal kurz hin und mach den kaputt. So, momentan. Och, Menno! Was habt denn ihr? So schlimm. Okay. Nee, da ist ein Spalt. Dann bleibe ich bei Alpha. So. Und roter Alarm und feuerfrei, alles raushauen, was ihr habt. Zack, und der Spalt ist geschlossen. Ja, hallo. Zack. Ja, ist gut. Darum sollen sich die anderen kümmern. Zack. So, mitten durch die Explosion durchfliegen. Wir sind hart. Krasser Galaxy X hier. Wie kann das? Boah, jetzt ist das... Hatten wir Träger... Meine Güte, ey. Okay, jetzt kommt die andere Phase. Speaking of annoying, did you like the little back door I put in your station? Enterprise is back near projector beam. So, und ich habe jetzt durch den Quantensprengkopf hier, den ich hier habe, eine Kampftarnvorrichtung. Was ich sehr, sehr geil finde, dass mittlerweile alle Schiffe die Tarnvorrichtung einbauen können. Das finde ich so ein krass hammergeil. Danke, Cryptic, dass ihr das gemacht habt. Weil mittlerweile fliege ich Tarnvorrichtung auf fast all meinen Schiffen. Ja, ich bin tatsächlich einer, der die Tarnung sehr gerne nutzt. Weil ich war eigentlich schon immer einer, der die Tarnvorrichtung gerne nutzt. So, zack. Und nochmal neue Peregrines. Und, okay, das wissenschaftliche Schiff muss man natürlich noch kaputt machen, bevor wir die Enterprise zerstören können. Ja. Beziehungsweise überhaupt erstmal verwundbar machen können. So, Phase überladen und Feuer frei. Zack. Borg-Traktorstrahl und
Warum bewegt sich die Enterprise? Nein, die bewegt sich nicht mehr. Sehr gut. Don't even try to catch me. Ach, Menno. Wir hatten doch gerade erst so viel Spaß. Okay, dann heile ich mal die Voyager kurz. Ja, das war wieder das Mikrofon, wollte ich jetzt nicht sagen, sondern das Telefon. Das ignorieren wir jetzt auch mal gekonnt. So, denn ich habe hier Wichtigeres zu tun. Also ich denke, das kann warten. Also eigentlich jetzt nicht so, nach dem, was ich hier sehe. Da will ich erst einmal mit euch das hier erst einmal fertig machen. So, okay, jetzt trenne ich doch die Untertasse ab. Okay, was nützt, was unnötig ist, aber gut. Trennen wir es ja trotzdem mal ab. So. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du verwundbar. So, und jetzt sind wir natürlich auch extrem wendig. Und natürlich ist die neue Enterprise hier die Lexington-Variante. Für alle die, die es noch nicht aufgefallen ist. So. Bei allen 20%, die sie Schaden erleidet, haut sie ab. Und dann sammelt sie sich nochmal neu. Ich glaube, 2 bis 3 Mal springt sie durch das Portal. So. Dann einmal Kampfplanvorrichtung. Ja, gut. Und warten. Und zack. Zack, zack. Und aktivieren und Feuer frei. Und nochmal neue Paradigms. Und Verbreitung von Antimaterie. Also Antimaterie-Abladung ablassen. So dass sich die Schiffe gegenseitig beschießen. Man, ich bin nicht so der PvPler, das merkt man vielleicht auch. Aber mein Steckenpferd ist eher, ich will so durchkommen, wie ich es mag. Darauf ist das Spiel, denke ich, auch ausgelegt. Also, man kann hier mehrere Wege bestreiten und es gibt hier kein richtig oder falsch, nur ein besser oder schlechter. Hauptsache, man fühlt sich wohl mit dem, was man tut. Und leider ist es auch so, dass man, leider ist es so, dass der Anspruch immer weiter gestiegen ist, was es dann den neuen Spielern umso schwerer fällt, beziehungsweise gemacht wird, hier gleich Schritt zu halten. Machen wir Commander. Ja. Was das Ganze ein bisschen magerer macht, meiner Ansicht nach, aber gut. Ich als alter Sto-Spieler fühle mich mittlerweile sehr, sehr wohl. Also zwar nicht mehr ganz so wohl, aber trotzdem immer noch wohl genug, um das Spiel zu spielen. Und dass ich Freude daran habe. Und das war's auch schon. Prepared for the consequences. Hopefully their emperor will listen to that message, but I wouldn't hold my breath. Okay, verstanden, Admiral. Und ich bleibe hier nochmal, um das Ganze hier zu beenden. So, da kommt nochmal unsere Untertasse. Okay, sehr interessant. Ja. Und dann will ich hier nochmal ganz kurz auf das Event eingehen. Das geht noch bis zum 7. April. Ihr habt also noch einige Zeit. Einige Tage Zeit, beziehungsweise wie lange jetzt noch? 2,5 Wochen etwa noch. Ihr müsstet es insgesamt 2 Wochen lang spielen. Also ihr habt jetzt noch, wenn ihr anfangt, noch die Möglichkeit, das zu beenden, oder? Ja, eigentlich schon, weil in 7 Tagen ist der 29. Dann wie viel Tage hat er? März? 30? 31? Ah, ich gucke jetzt mal gerade mal schnell nach für euch. Ja, das ist peinlich, dass ich das nicht jetzt gerade aus dem Hut weiß. Aber gut, dafür kann ich ja mal kurz nachgucken. Der Tag, beziehungsweise der Monat hat 31 Tage. Ja, und der 7. März ist ein Donnerstag. Also jetzt in etwa 2,5 Wochen. Also, nee, fast 2 Wochen. Also ihr habt jetzt noch 2 Tage... und 2 Wochen Zeit, also 2 Wochen und 2 Tage Zeit, um das Event zu beenden. Und um euch Marshall Janeway zu sichern. Und
Falls es nicht ausreicht, könnt ihr natürlich auch Senden aufwenden, beziehungsweise es euch gleich kaufen, wenn ihr die Sender für habt. Mein Fortschrittsrabatt beträgt momentan 42%, das heißt, ich bräuchte momentan nur 1160 Senden, um mir das zu kaufen, aber ich will es mir nicht kaufen. Hier haben wir im Übrigen nochmal das Bild, was wir aus der Dings kennen. Das finde ich so geil gemacht, hier mit der Lexington und den neuen Spiegelschiffen und der neuen Terok Noa. Also finde ich echt geil gemacht. Und ja, ich freue mich auf Marshall Janeway, darauf, was sie kann. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüdelö. Ach ja, und im Übrigen, bevor ich jetzt nochmal kurz aufhöre, natürlich wollte ich hier nochmal erwähnen, Reflections of Empire zählt natürlich als zweites Event hier zur Ereigniskampagne 4. Das nochmal kurz am Rande erwähnt. Das heißt, wenn ihr das Event macht, bekommt ihr hier Punkte für. Und ich rate euch, so viele Punkte, beziehungsweise es so viele Male wie möglich zu machen, damit ihr hier möglichst viele Punkte habt, um das relativ schnell einsammeln zu können. Und ich denke mal, die schnellste Variante ist es, wenn man sich immer hier das Kaufen tut, dann bekommt man automatisch 700 Punkte hier und dann kann man hier halt nochmal draufstecken, so viel wie man spielt halt. Naja, aber wenn ihr es euch nicht kaufen wollt, dann macht es ruhig, also macht es gern so, wie ihr es für richtig haltet. Also wenn ihr die Zen habt und es euch kaufen wollt, dann gerne. Aber ich rate euch, spielt es durch und also es sei denn, ihr habt dafür die Lithium aufgewendet, also das sollte nicht das Problem sein. Im Übrigen, der Kurs hat sich nicht stabilisiert, beziehungsweise er ist immer noch oben festgehangen. Ich warte hier immer noch auf meine Angebote und naja, ich hoffe mal, dass sich Cryptic da wirklich mal hart dran setzt und hier einige Konzepte vorschlägt, wie das hier zurückgehen kann. Also finde ich zwar schade, dass sie es immer noch nicht fertig gebracht haben, hups, aber naja, ich hoffe, das wird sich in Zukunft ändern. Und wenn nicht, ist es zwar schade, dann muss man halt ein paar Tage warten, aber ja, ich finde es auch für die Mehrheit der Spieler auch blöd, dass sie immer auf ihre Zen bzw. auf ihr Dilithium, nee, nicht auf das Dilithium, sondern auf ihre Zen warten müssen, weil halt alle ihr Dili in Zen umwandeln wollen. Finde ich zwar ein bisschen schade, aber naja, gut. Ja, das nochmal, das kleine, der kleine Standpunkt von mir nochmal zum Schluss. Jetzt aber wirklich, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüdelö. Und danke, dass ihr so lange auf das neue Video gewartet habt. Ich habe mich jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr gemeldet. Nochmal zum Abschluss, vielen Dank fürs Warten. Also, bis dann, aber jetzt wirklich. Ciao.